Moin moin und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 4 Multiplayer mit Alex. Hallo. Und mit mir, dem Sebastian. Wir spielen auf der Map Vergessene Inseln, alles ja, klar. Ja, so im Flugzeug in der Mitte, glaube ich. Im Trägerangriff-Modus, dem neuen Spielmodus, den wir auch schon im letzten Part gespielt haben. Bist schon gespawnt eigentlich? Ja, diesmal wollte ich mir auch einen Helikopter sichern, das gleiche machen wie eben, aber hat natürlich nicht geklappt und ich fahre direkt zu den Gegnern und ich will die überraschen. Okay, das ach, hat nicht geklappt. Du bist schon, achso, oh, warte, jetzt bin ich da, alles klar. Alter. Du schwimmst da so im Wasser rum. Oh, ich werde beschossen. Ich bin tot. Da ist jemand in der Höhle. In der Höhle. Oder ja, zwei, weißt drei. Du? Da waren halt vier Gegner. Vier. Ja. Kein Ding. Aber ich habe einen gekillt. Hauptsache. Ja, das war wahrscheinlich genau die, wo die Gegner auch alle hin wollten. Und ich bin jetzt richtig abgelegt. Kann gut sein. Boah, ganz ehrlich, ich habe gerade voll den trockenen Hals. Ich muss bei ihm kurz was trinken. Sorry, dass das jetzt in der Aufnahme ist. Aber... Alter, wieso spawn ich? Lol, er hat einfach so ein deutsche Wehrmacht-Zeichen. Mad Dog 4477. So, jetzt habe ich zwar gerade meinen ganzen Schreibtisch voller Wasser gemacht hier, aber egal. Wo spawn ich denn? Wir verkacken jedes Mal, das kann doch nicht sein. So. Naja, diesmal verkacken wir. Diesmal hauen wir richtig fett einen raus hier. Oh, nein, nein, nein. Ah, böse. Ja, ich bin tot. Wir kacken immer direkt. Ist doch scheiße. Tatsache, der hat echt so ein Alter, gibt's doch gar nicht. Wieso überflute ich denn jetzt meinen ganzen Schreibtisch hier? What the fuck? Pass auf, wir machen das jetzt ganz einfach. Machen das ganz altmodisch. Form bei mir. Ja, warte, ich muss hier mal. Das läuft gerade hier. Wir werden unser Team jetzt retten. Es läuft gerade hier. Ja. Spawn bei mir. Wasser läuft gerade hier den Schreibtisch runter. Ich muss das aufhalten. Spawn bei mir. Warte. So, jetzt ist weg. Alles klar. Ich kann nicht bei dir spawnen. Spawn doch, bei kann mir. Ich. Alles klar. Jetzt machen wir's. Jetzt machen wir's. Ja, ich habe 0 zu 2. Sicke Action hier. wo willst du jetzt hin? Zu F? Nein, ich will zu X. Okay, alles klar, dann fahren wir zu X. Aber soll man nicht besser aus dem Boot raus? Ja, nein. Okay. Also ich will damit direkt weiterfahren. Ja, schaut ihr ruhig aus, hier sind Saboteure, ihr Deserteure. Ja, dann kannst du doch drin bleiben. Muss ich mir ja nicht nachlaufen. Ich steig wieder ein, Dirk. Da kann weiter von hinten rechts kommt eine Hovercraft. Ja, alles klar, alles klar. Ich steig wieder ein. Ja, ich bin drin. Und da vorne kommt irgendwo ein Hovercraft. Wir fahren direkt das mal gibt's doch gar nicht. Immer am Anfang der Runde, ne? Kriegt unser Schiff richtig eins aufs Maul. Guck dir das mal an, das hat nur noch 82. Ja, weil wir keine Punkte haben. Ist unser Team so unfähig oder was? Ja. Ja, hier das Unterwasserhöhe, die ist schwer einzunehmen, aber wir holen es jetzt. Okay. Ich hab das im Urin. Okay, das geht natürlich. Wenn du das sagst. Das klappt nicht. Aua, ich bin tot. Ja, das klappt so nicht. Ach, ja, das war so eine Slam-Mine. Das war die falsche Taktik. Also eine Slam-Mine ist natürlich echt kacke. Hat mich unser Boot gekillt oder dich auf Fuß, am Fuß? Also als du gelaufen bist. Ich war im Boot drinnen. Dann wurde ich. Aua, Alter. Lol, da ist ein Boot. Ich bin. Alter! Überall, egal wo ich spawne, Junge. Wenn ich nicht selber alleine mit dem Bötchen spawne, hätte ich einfach instant gekillt. Ja. Wenn wir. Guck mal auf unser Gegner. Ja, kein Wunder, guck dir unser Gegnerteam an im Vergleich zu unserem Team. Okay. Ja, es geht. Dieser Mad Dogs so. Ist halt echt krass, ne? Junge, ich spawne direkt wieder. Alter. Pass auf, jetzt geht's hier ab. Jetzt tauchen wir um die Wette. Letzte Überleben das vorn. Kommt, so, ich nicht. Ich will jetzt aber. Nur mal Medical werfen. Ich bin tot, ich war hinter dir und bin sofort tot. Da kommt ein Boot. Ja, dann spawn mich. Dann spawn mich, alles klar. Ja, das ist. Ich spawn dich jetzt, mich. Junge. Okay, alles klar, dann machen wir das jetzt hier. Aber pass auf, hier ist ein Boot links und rechts, das ist nicht. Ja, alles easy hier. Easy peasy. Pass auf, ich will mal wirklich was ausprobieren, das dauert zwar lange, wenn wir das schaffen, das ist der wichtigste Punkt. Ich schleife mich jetzt von hinten am C an, wir müssen nur gucken, dass da kein. Boot kommt. Ist, ja. Wo ist denn ein? Ach, da hinten ist. Nee, links ist ein Boot. Mich hat's. Ja, mich, ich wurde gesehen. Ich wurde gesehen. Aua, nein, ich sterbe bitte nicht. Ich lebe noch. Ja, die wissen ja direkt, wie man die Karten spielt. Nämlich immer schön da rumfahren im Kreis. Ah. So, jetzt. Guck mal, er hat das Wehrmacht-Symbol da rechts auch dran dann. Ja. So, nehme ich in den großen Helikopter, fliege einfach extrem hoch. Achso, du spawnst jetzt gar nicht mehr bei mir. Wie, du hast überlebt? Ja, sicher habe ich überlebt. Du Verräter.
Ja, ich komme mit dem Helikopter. Ich fliege nur so hoch, dass irgendwie übersehen oder so. Ja, ich versuche dann jetzt die Taktik hier weiterzumachen. Ich versuche dann von hinten an C ranzukommen. Irgendwie. Wir werden einfach instant abgezogen. Ich versuche einfach mal 80, 88. Versuch so spät wie möglich abzuspringen. Okay, jetzt soll ich abspringen. Wo bist du? Ja, ich segel mal zu dir runter, wenn ich in der Zeit noch lebe. Da schießt jemand auf dich. Oh! Ach, du Wichser. Das okay. Hat uns eh jemand gesehen, weil ich da so voll unauffällig runtergezogen habe. Ja. Egal. Boah, ich habe immer noch so krass Schnupfen, ey. Das tut mir jetzt leid, liebe Zuschauer, aber ich bin ein bisschen krank. So, also ich bin über C. Ja, unser Träger hat sowieso nur 58. Oh, lol. Wir müssen gleich irgendwas im Träger verteidigen. Ja. Also ich weiß jetzt gerade nur nicht, wie man hier runterkommt. Ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt, aber ich warte erstmal auf dich. Oder soll ich den Vorhut spielen und das schon mal reinwaschen? Und du räumst dann alle von hinten auf. Weißt du, ich sorge für Verwirrung, ja? Ich glaube, ich weiß so ungefähr, wo man... Ah, wir haben noch einen, der gespawnt ist bei uns, sehr schön. Ich glaube, wir müssen hier nach unten, wa? Kommt man da nur von da unten rein? Ich glaube schon. Nee, ich glaube, hier kommt man auch irgendwo rein, oder? Okay, nein, kommt man nicht. Also, ich nehme einen, hier ist nichts los. Ja klar, wenn ich jetzt wieder komme, der die Idee hatte, der ist wieder alles weg. Das ja, versuch mal schnell zu kommen, dann, warte, David, da gibt's anscheinend noch einen Eingang. Oh, guck mal, ich habe so eine versteckte Höhle gefunden hier. Interessant. Höhlenbruch bei unserem Träger, das ist natürlich doof jetzt. Wir müssen gleich mal zum Träger hin. Ja. Weißt du, wo man hinkommt, wenn man diese Höhle lang geht hier? Nö, da, also vorne an der Insel kommt man dann, glaube ich, raus. Ich gehe mal nach oben. Mich interessiert das jetzt, wo man hier hinkommt, wo man da rauskommt. Ja, Sebi, ich gehe auf den Quad und fahre. Ja, okay, da ist einer bei uns. Ja, da ist einer unten an der Flagge. Okay, links. Okay, okay. Der ist hier, läuft jetzt zum. Oh, scheiße, mich hat ein Heli gesehen, glaube ich. Nee, hat er noch nicht. Ich gehe da rein. Sind bei der Flagge zwei. Einer auf dem Felsen drauf und einer ist Bombe aus dem Träger, okay? Scheiße, bin auch tot. Ja, okay. Ah, das wird der hat sich da so hinterm Träger versteckt. Hinterm Felsen versteckt. Warte, egal, ich nutze jetzt die Chance einfach und derzeit, wo die den Träger angreifen, fahre ich ganz weit außen rum und greife Magie an. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Ach, da. Die müssen halt nur so schlau sein und das verteidigen. Ich glaube, ich spiele aber gleich erstmal noch ein paar Runden Team Deathmatch oder so mit der Waffe, damit ich da mal irgendwie einen vernünftigen Aufsatz für freischalte und so. Einfach Red Dodge spiele ich mir immer. Ja. Wollen wir direkt die einnehmen? Ja, machen wir. Ich würde sagen, dass wir mal zu unserem Schiff fahren. Ich glaube, das ist momentan eher unter Beschuss. Ja, aber wir verlieren halt, wir haben halt so oder so verloren, wenn wir jetzt uns am Schiff verkämpfen. Aber in der Zeit, wo alle Gegner ein Schiff angreifen, vielleicht noch zwei, drei Punkte einnehmen. Ja. Da ist ein Gegner auf der Straße. Ist down. Okay. Alter, ich habe ungefähr 26 HP noch. Warte mal, erstmal Medikit. Wo bist du? Ach, da oben. Okay, ich bin hier voll offensiv und voll. Ne, weißt du? So, und egal, dann chillen die alle auf dich und schießen. Ja, sicher, damit nicht sozusagen das Kanonenfutter, oder? Wir haben noch einen gespawnt. So, ich gehe wieder zum Schiff. Wir fahren weiter. Jo, ich komme auch. Fuck, und das Schiff fackelt ab. HP, GG. Wie, unser Schiff fackelt ab? Lol. Kommt das nicht wieder? Konnte man das Schiff nicht irgendwie sonst irgendwie reindrücken irgendwie? Warte mal, ich glaube, das ging sogar, oder? Ha. Ah. Oh. Nein, jetzt habe ich eine Granate geschmissen. Oh, scheiße. Ja, rein da. Ja. Rein da. Ich bin drin. Fährst du jetzt wieder zu unserem Schiff, oder wie? Nö, fahr ich zu F. Ich wollte zu F fahren. Ja, reparieren soll ich es nicht heute? Nee, irgendwie nicht. Die sind nicht dumm, die Gegner, ey. Das ist, ich das bin ist tot. Echt nur unserem Team. Das ist kein Witz. Das ganze Gegnerteam sind die ersten, unsere ersten 5 sind 4 über 100 da. Ja, die sind alle nicht schlecht. Jetzt lass aber auch mal bei unserem Schiff bleiben, oder? Ich bin beim Schiff, ja. Ja, ich auch. Hier geht schon ganz schön die Post ab. Ich gehe jetzt einmal nach draußen. Wir sollten vielleicht möglichst nicht da drin chillen. Ja. Mal von hinten. Ach, da von hinten. Am M kommt. Ist da noch einer? Hör, wieso habe ich den nicht? Ich bin down. Ich lieg in der Mitte. Aber ja, da sind viele Gegner. Ja, nee, ist okay. Danke schön. Lol. Ich wurde wiederbelebt. Ja, aber nicht von mir. Nee, nicht von dir. Oh, ich glaube, die können auch hier, Medikit. Den linken Gang, da können die auch herkommen.
Den linken Gang, welchen meinst du? Ja, wo, da wo, jetzt hinter dir quasi. Ach hier. Da wo, nein, da wo ich langlaufe, das war falsch. Okay. Da genau die falsche Richtung. Ach da. Da wo unser Typ schon kämpft hier. Links ist ein Boot. Boot von denen. Ja, da ist jemand ausgestiegen, der schwimmt. Der ist jetzt, fuck, die sind jetzt auf unserem Boot. Von hinten eine Granate. Direkt um die Ecke. Ja, okay. Granate. Haupteingang. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich liege direkt vor der. Dankeschön. Alter, ich sehe gerade nichts. Ja, hier ist gerade so eine Blendgranate oder so. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt einen Rotpunkt wie sie freigestaltet. Das ist schon mal cool. So, wie wählen wir das denn jetzt aus hier? Ah, da ist der schon. So. Ja, guck, die haben das auch viel öfter schon gespielt. Die fahren auch mit dem Schiff direkt noch neben, mit ihren Booten. Die sind von außen in das Schiff rein und sie sind nicht dumm. Ja. Wenn sie dumm wären, dann würden sie uns auch nicht so fertig machen. Aber Team Balancing ist definitiv bei 3 Runden. Ah, ich bin tot. Ja, Junge, der legt dieser Po-Mentor. Schieß mir nochmal ab, mein Teammate. Bist du inkompetent? Oh, ich seh. Oh. Wie man so inkompetent sein kann. Ja, ich glaube, die Gegner sind gar nicht mal so schlecht. Das muss man auch dazu sagen. Was passiert eigentlich, wenn... Ja, mehr Druck. Okay, ganz viele Gegner auf Spot. Ganz, ganz 32 viele 32 zu 1. Der ist bestimmt kein Cheater. Wer denn? Mad Dog? Der hat nur 32 zu 1. Naja, der... Nee, der ich glaube auch nicht, dass das ein Cheater ist. Der fährt einfach die ganze Zeit im Boot rum und macht einfach alles kaputt. Was passiert ja, klar, eigentlich, wenn man halt durch diese ganzen Punkte, die man eingenommen hat und die Raketen, die dann halt aufs Schiff geschossen werden, wenn das Schiff dann halt schon vorher auf Null runtergeht? Gar nicht. Die werden, gehen da, glaube ich, nicht mehr auf Null runter. Glaube ich. Okay. Ich glaube, die gehen nur durch die M-Kampf komplett kaputt. Ich weiß es aber auch nicht. Okay. Sind wir jetzt hier im Maschinenraum oder wie? Nee, oder? Mhm. Doch. Doch. Oh, cool. Problem ist, man bräuchte echt ein Team, was Claymores legt. Das würde echt helfen. Ja. Das Problem ist, ich habe gerade... Orientierung. Orientierungsschwierigkeiten? Achso, okay. Ja. Ich bin einfach. Die kommen runter. Die kommen, ne? Davon, wo ich gestorben bin. Ja, ich war viel zu weit vorne und dann sind die, waren die schon wieder hinter mir. Ja? Achso. Gott, von wo? Und. Wie lange geht das jetzt? Also müssen wir jetzt die ganze Zeit theoretisch die M-Coms verteidigen oder wie? Ja, die sind aber schon so weit vorne, verkacken halt einfach hart. Aber kann man theoretisch das Spiel jetzt wieder umdrehen? Ja, wenn jetzt wir auch Flaggen einnehmen würden. Und, Upsala. Dann, ja. Ist das MCOM scharf? Ich glaube schon. Ja, wir haben unser Einsatz hier entschärft. Ja, wenn wir jetzt auch wieder Flaggen einnehmen würden, ganz heim hinterher. Und, dann der M-Coms direkt scharf machen würden, direkt beide hintereinander, ohne dass sie gar nicht mehr Zeit hätten zu reagieren. Ja. Dann. Aber sonst nicht. Okay. Aber das wird jetzt halt nicht mehr möglich sein. Aber ich glaube, wir haben jetzt gerade so eine ganz gute Verteidigungsstellung, wa? Nein. Sobald die einmal mit mehreren Leuten kommen, dann sind wir sofort gefickt. Ah, jetzt seid ihr nicht so pessimistisch hier. Ja, die sind schon wieder rechts, zwei. Beide down. Kommt noch welche. Ja, ja ich bin da aber womit die nicht rechnen, dass ich hier so hinter feindlichen... Okay, ich bin tot. Ja, du bist down. Es hat fast geklappt, ja. Ja, warte, fast. Ich hole dich mal wieder. Nee, besser, oder? Könntest du eventuell schaffen, ja. Danke, Mann, da ist jemand direkt um die Ecke. Ja, war ich ist down, alles klar. Easy peasy. Easy peasy, wenn der jetzt... Boah, den hole ich mir jetzt. Den... Ha! Nicht mit mir. Auf, jetzt hol ich mir ein paar Gegner hier. Ah, okay. Aber guck mal, deren Flugzeugträger ist auch noch auf 56. Wir können jetzt gleich deren auch angreifen. Aber wir haben jetzt kein Ziel. Wenn wir jetzt eine Flagge einnehmen würde, dann würde halt deren Flugzeugträger auch gehittet werden. Okay. Und dann müssen die nämlich wieder bei ihren verteidigen und dann hätten wir Entlastung. Ja. Dafür mussten wir, oben von links kommt jemand. Zwei von links auf dem linken Gang, wo du eben tot warst. Drei. Komm die Treppe runter. Ja, okay. Drei kommen runter. Kann ich dich. Lol. Ich glaub. Ja, also einer ist auf jeden Fall tot. Ich kann mich nicht orientieren, Alter. Nee, ich bin gerade auch so ein bisschen orientierungslos. Jetzt kommen sie auch von der anderen Seite. Oder? Warte mal, ich geh jetzt mal bei der anderen Seite hier gucken.
Nein, hier kommen sie doch gar nicht. Kacke. Ich stehe immer noch auf der Treppe. Zwei down. Auf der linken Seite auf der Treppe? Ja. Warte mal, kann man hier vielleicht nach oben und dass man hier von hinten irgendwie snacken kann oder so? Ja, man kann die Treppen da hochgehen, ne? Ja, aber ich meine irgendwo so, dass man hinter denen rauskommt irgendwie. Das wäre ziemlich cool. Ich versuch das gerade. Das war ziemlich riskant, aber... Ich geh jetzt einfach mal nach oben. Ich bin bei dir. Ja, alles klar. Okay, deren Träger hat noch 55 und wir jetzt eine Flagge einnehmen würden. Wir dürfen aber nicht die... Ich gehe lieber zurück zu B, wer weiß, die können ja von mehreren Positionen kommen. Ja. Guck mal, unser Träger hat nur noch 8, ich glaube, wir verkacken auch so. Also ohne, dass Scheiße. Wir hochgehen. Ich glaube, man kann auch so verkacken. Du meinst dann, dass die Schiffe dann auf 0% runtergehen, oder wie? Ja. Oh, das glaube ich nämlich auch, weil sonst wäre es dann theoretisch unendlich lange. Ja. Yeah. Von rechts der Gegner! Von rechts, Treppe ist down. Treppe rechts. Ja, Treppe ist tot, rechts, ist tot. Nein, Treppe ganz rechts. Ach so, okay. Was? Oh lol, ich bin tot. Mit dem Granatwerfer, genau. Ich wurde wiederbelebt, sehr schön. Warte, ich kann nicht wiederbeleben. Ja, nein, einer runter, genau in dem Moment. Ja, okay, scheiße. Ich hab ihn. Nice. Kannst du mich auch wiederbeleben, theoretisch? Ne, kommt noch ein zweiter. Alter, pro Meddog. Okay. Ja, 3% jetzt. Aber wir hätten das noch schaffen können, hätten wir eine einzige Flagge gehabt. Weil dann hätten die nämlich komplett von unserem Flugzeugträger weggemusst. Also es ist taktisch schon sehr geil, finde ich. Ja. Wenn man sich auf das Team verlassen kann, wären jetzt zwei losgefahren, hätten eine Flagge eingenommen. Und dann wäre das Teil nämlich wieder... Ehrlich sagen, dass mir so der erste Teil nicht ganz so gut gefällt. Wo man halt die Flaggen einnehmen muss, weil das mag ich halt nicht so gerne. Aber sonst finde ich es auch cool, auf jeden Fall. Tja... Na gut, dann war es das für diese Runde hier. Wie sieht es denn eigentlich mit den Punkten aus? Wie viele Punkte macht man eigentlich so pro Runde? Das geht eigentlich wohl. Jo. Ja, dafür, ja. Es geht halt, ne? Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.